Ja, für mich Architektur ist das Mitwirken von verschiedenen Faktoren. Es ist das Zusammentreffen von was in eine gewisse Sphäre sozusagen oder Environment, was spielt eine Rolle. Und Architektur, das geht schon über zur zweiten Frage, und Architektur kann diese übermitteln. Das ist eine Übersetzung von diesen Faktoren, die jeweils und nicht immer zusammen und nicht immer ausschließlich. Es kann etwas Räumliches schaffen, aber es schafft sicher etwas Soziales oder Gesellschaftliches. Es schafft immer etwas environmental und ökonomisches und so weiter. Also es hat die Möglichkeit, Einfluss auf alle diese Dinge zu nehmen. Grundsätzlich glaube ich, dass Architektur, verstehe ich Architektur viel mehr als ein Background, als Ambient im Sinne von Ambient Music zum Beispiel. Also das ist, es ist viel mehr ein Hintergrund, das bestimmt seine Effekte hat, seine eigene Merkmale. Aber besonders sollte es ein Hintergrund sein, dass etwas, wie Cedric Price gesagt hat, etwas ermöglicht, etwas möglich macht. Ich glaube gar nicht an eine Architektur, die aufdrängend ist, die spektakulär ist, die sich mitten im Bild setzt. Das ist so eine regressive Rolle der Architektur. Das ist sehr stark verabschiedet von der Wichtigkeit von anderen Dingen, die wir machen. So, wenn ich wieder die Frage, was kann Architektur, betrachte, ja, Architektur kann sehr viel und manchmal kann es wirklich sehr, sehr wenig. Man überschätzt einigermaßen in unserer Kultur, was Architektur kann. Architektur kann nur ein Konsumprodukt sein heutzutage, oder so ist es zu glauben. Also Architektur nur noch ein Spielzeug von Immobilienspekulanten geworden ist. Und so Architektur kann irrsinnig langweilig werden. Es ist fast unmöglich geworden, ein Projekt voneinander zu unterscheiden. Alle benutzen dieselbe Programme, alle benutzen dieselbe Sprache und der Immobilienmarkt ist global dasselbe. Ich glaube, das ist überhaupt keine Architektur, das ist nur Product Design. Ich glaube, Architektur kann einiges leisten, eben indem es ein Background bildet oder ein Kontext, in dem verschiedene Aspekte zusammentreffen können und ihren Raum, wo sie sich abspielen, finden. So, ich glaube, das kann Architektur. Architektur kann irrsinnig spannend sein. Aber die Spannung kommt oft, meiner Sicht her, aus einer gewissen Authentizität in der Architektur. Und ist vielleicht ein schwieriges Thema, dass der Authentizität, sehr Authentizität nicht als, dass es schöpferisch von so und so oder so und so gemacht ist, diese Authorship-Frage, sondern Authentizität mit dem Umgang mit Materialien, mit Kontext, mit den Faktoren, die man auf den Tisch bringt, vor dass man ein Projekt macht. Diese Authentizität finde ich sehr mangelhaft heutzutage und ist etwas, das besonders in Bezug auf Diskussionen
breitere Diskussion über Umwelt, Ressourcen, wie werden Dinge geleistet und gemacht und so weiter. Die scheinen mir sehr wichtig zu sein. Und das geht von einer Hinterfragung von, wann wird Architektur notwendig? Wann ist ein Schritt so weit, dass es überhaupt dann sagt, okay, das benötigt Architektur. Die meisten Dinge brauchen überhaupt keine Architektur. Also das muss ganz klar sein. Vielleicht war das eine andere Form von Architektur, eine Architektur, die vielleicht manchmal mehr politisch ist oder mehr Finanzstrukturen beschreibt, eine Architektur der Produktion, des Handels und so weiter. Das Gebaute muss sicher eine inhärente tektonische Logik auch haben, von dem, die man auch aus der Sicht großem Maß verloren hat. Für mich ist das ein wichtiger Begriff der Authentizität. Wie kann man etwas herstellen und wieso wird das auch hergestellt? Und welche Ahnung hat man für die Zukunft von solchen Gegenständen, Interventionen im Raum, die man macht? Vielleicht habe ich damit auch die dritte Frage beantwortet. Wie positioniere ich mich im Diskurs der Architektur? Ich glaube, der Diskurs ist, was eben sogenannten Diskurs in der Architektur, ist für mich etwas ein pompöser Begriff, der man aus der Philosophie geleitet hat. Und so, also ich kann den Diskurs der Architektur stehe ich eher kritisch darüber, soweit großteils, weil es oft auf meistens Missverständnisse und nicht informierte Interpretationen von philosophischen Diskursen bezieht. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Sphären. Aber die eine, der Wahn, Arbeiten über pseudophilosophische Wege zu begründen, um ihr eine gewisse Legitimität zu leihen, das finde ich hat sehr viel von der Architektur, von wir Architektur verstehen, mindestens weggenommen. Besonders an Authentizität und an die Fähigkeit, aktiv in unsere gesellschaftlichen und Umweltprozesse mitzumachen. Weil man muss ja nur schauen, was ist über Architektur geschrieben worden und in welches Verhältnis das zu ganz reellen Situationen steht. Eigentlich überhaupt nicht. Besonders wenn der Diskurs der Architektur sich auf eine Architektur bezieht, die nur noch den Sandkasten vom Immobilienmakler geworden ist. Da gibt es nicht viel zu spekulieren, nur die reine Spekulation. Das ist wohl ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und ich glaube, was wir davon lernen könnten, ist uns weitere Gedanken zu machen, wo kann sich Architektur positionieren, was ist die Rolle der Architektur, was ist überhaupt Architektur. Das ist meine Entwurfsmethode. Es kommt auf der Situation an. Was ist meine Situation? Das ist ein Verständnis zu versuchen zu bekommen, um was spielt in einer Diskussion eine Rolle.
Um was geht es eigentlich? Was ist das, wo kann man einen Unterschied schaffen oder wo kann man Kontinuitäten schaffen? Architektur heute kümmert sich sehr oft mit dem Schaffen von Unterschied, von Differenz. Alles muss immer anders sein, konfliktuelle Situationen müssen konfliktuell ausgedrückt werden und so entstehen Dinge, die eigentlich monströs sind. Eine Art Barock der Zweifel. Und das scheint mir ein riesen Energieverlust zu sein. Ich glaube, näher zu verstehen, wie kann man durch das Entwerfen agieren, da braucht es ein Verständnis von, was sind die Fragen, die im Raum stehen. Liegt das Problem effektiv in baulichen Maßnahmen? Und dann kann man sich überlegen, welche Art und so. Aber meistens liegen die Diskussionen, die zu Architektur führen, woanders. Oder sind gar nicht Architekturdiskussionen. Und Architektur wird zu Decoy. Sagt man Decoy auf Deutsch? Tarnung. Tarnung. Genau, Tarnung. Für etwas anderes. Man baut einen riesen Komplex, um irgendwelche Spekulationsmanöver zu verstecken. Oder man baut es, weil jemand möchte sich politisch groß machen oder so, aber nicht, weil es effektiv sich in einen Kontext von täglichen Handel oder kulturelle Handlungen und so weiter beschäftigt. So, die Entwurfsmethode trifft eher eine Hinterfragung von um was geht es eigentlich und nicht diese Kataloge von ja, Funktionsräume, Nutzungsprogramm und so weiter. Das ist das Allerletzte, das überhaupt wichtig ist. Und das ist das Erste, das bei jedem Bau, wie ihr weißt, immer sich wieder ändert. Wir sind dauernd dran, also wir als Menschheit nicht, alles umzubauen, umzugestalten, wieder neue Nutzungen zu finden. Jetzt, das wird als Büro baut hergestellt, ein paar Jahre später wird es zu Einkaufszentrum oder vielleicht zu Hotel oder weiß nicht was. Es sind Dinge, die immer wieder neue Funktionen finden. So, die Nutzung kann nicht das sein, auf dem man etwas basiert. Wir seit Jahrtausenden wissen, und die erfolgreichsten Städte beweisen das und bauten auch, dass sie können allerlei Nutzungen unter dem Dach bringen. Also es kann nicht die Nutzung sein. So andere Aspekte zu begreifen, finde ich sehr wichtig in meinem Entwurfsprozess. Und das ist im größeren Maßstab, finde ich, meistens ist ein Verständnis der Umgebung, also der Umgebung als geologische, morphologische, meteorologische Lage, hydrologische Lage, welche Mittel sind vorhanden und wie kann man, was würden die ausdrücken oder wenn man die im Vordergrund kommen lässt, was für Ergebnis kommen da. Und dann versuchen, die Situation weiter zu interpretieren anhand von was führt zu die Aussuche von gewisser Lage oder Orte, wo etwas stattfinden sollte. Und da kann man sich fragen, ob das etwas eben eher kulturell oder produktiv oder was immer es sein könnte,
ist, und das würde dann auch ein Raumprogramm eine gewisse Richtung geben oder Ordnung. Das wird das Wichtigste oder nicht. So, es ändert sehr von Lage zu Lage. Ich glaube, dass die lokalen Konditionen sind genauso wichtig wie die, die oft erwähnte globale Situation. Die globale, ja, dienen gewisse Zwecke und nur für die, die einen Zugang zu Globalisierung haben. Und das ist nicht der größte Teil der Menschheit bis jetzt. Und ich glaube, da entstehen viel interessantere Fragen in sehr lokalen, spezifischen Gegebenheiten, wo man viel schneller merkt, besonders in Bezug auf informelle Städte, informelle Architektur und so weiter, was letztendlich wichtig ist, um ein lebendiges Gefüge zu schaffen. Ich glaube, da kann man sehr viel lernen.